Die Finanzkrise und die EU-Osterweiterung haben die Zahl der Ausländer in Deutschland so stark steigen lassen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Laut Statistischem Bundesamt lebten im vergangenen Jahr mehr als 7,2 Millionen Ausländer hier, 4,1% mehr als 2011. Das ist der stärkste Zuwachs seit 1993. 80% der neu erfassten Einwanderer stammen aus EU-Staaten. Von allen Ausländern in Deutschland sind die Türken mit 1,6 Millionen die größte Gruppe.